So, merkt man die 20 Ausdauer beim Sprinten schon? Ich denke, da sieht man auch, dass das langsamer runtergeht, ne? Ja, doch, ich denke schon. Doch, 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 wir können schon gut laufen. So, mein Freund. Bitte hab die graue. Ich weiß, dass er, glaube ich, die braune hatte, aber er hatte zwei Stück. Ich will handeln. Sicher doch. Oh nein, scheiße. Scheiße. Dann hatte einer von den wandernden Händlern die graue. Ach, verdammte Kacke. Ich meine, gut, die hat Rüstung 3, die ist eh besser. Dann lassen wir die schwarze nämlich erstmal an. Aber den Helm, den können wir definitiv nicht tragen. Also das tut mir mega leid, aber den Helm können wir definitiv nicht tragen. So, dann haben wir noch 7700 Elixier trotz alledem übrig. Da wollen wir dann hier Abessa fertig machen, dann Gefährten questen. Wir teleportieren uns jetzt hier nochmal hin. So, bitte. Vielleicht hat der auch die graue. Das kann natürlich auch sein. Hier, großer Meister. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Nee, du hast gar keine. Du hast gar keine Kapuze. Was bist du für ein Arsch? Schnaps. 100. 100. Der, oh, Alter, der hat ganz schön viel von allem. Warte. Warte, du verfluchter Bock. Hast du Brennzeug? Nein. Der hat kein Benzin. So eine Scheiße. Hat unser hier, unser... Nee, unser Anführer ist es ja nicht mehr. Wir sind ja Anführer. Aber hast du irgendwas Neues zu erzählen? Nee. Hier, Falk, Alter. Du gehörst doch jetzt zu den freien Menschen. Ja, richtig. Warum? Ich wundere mich etwas über dich, da deine Ambition doch im Wesen eine gänzlich andere ist, nicht wahr? Mag sein, jedoch beginne ich die freien Menschen mit der Zeit immer besser zu verstehen. Ah ja, heißt das auch, dass du immer in ihrem Sinne handeln wirst? Solange sie mir nicht im Weg stehen. Ein sehr zweckmäßiger und selbstsüchtiger Gedanke, findest du nicht? Ja, vielleicht. Doch sind genau das nicht ebenfalls sehr menschliche Eigenschaften? Hm, interessant. Musstest du dich eigentlich unbedingt einer Fraktion der freien Menschen anschließen? Was hätte ich deiner Meinung nach Besseres tun sollen? Ich will meine alte Stärke zurück. Hm, vielleicht hast du recht. Egal, ich dachte, ich frag mal. Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Seltsam. Okay, wenn wir Arx seine Mission machen, müssen wir den unbedingt mitnehmen, dass der mal wieder ein bisschen, wie heißt es? Naja, das, was, Alter, was ist mit deinem Kopf eben gerade los gewesen? Dass der mal wieder ein bisschen Sympathie zu uns aufbaut, weil ich will eigentlich, dass alle unsere Gefährten relativ gut zu uns stehen. Deswegen, wir brauchen unbedingt Arx Sympathiepunkte. Eine Sache würde mich interessieren. Ja? Warum hast du dich ausgerechnet uns Berserkern angeschlossen? Es schien für mich der beste Weg zu sein, meine Kampfkraft zu stärken. Das ist doch nicht alles. Natürlich nicht, aber irgendeine Wahl musste ich treffen. Und jetzt werde ich meine Trümpfe ausspielen, die mich zum Eispalast führen werden. Ja, und ich hoffe zum Besten für uns alle. Wie geht es dir? Alles gut, danke der Nachfrage.
Exzellent. Wollte sie mit dieser Frage etwa darauf hinaus, dass wir wegen ihr den Berserkern beigetreten sind? Du bist so eingebildet, Mädchen. Egal, ich verzeih dir, finde ich in Ordnung. Ach, hör mal, bist du jetzt eigentlich stolz? Wie bitte? Naja, jetzt, wo du zu den Berserkern gehörst. Stolz auf sein Volk zu sein, ist eine menschliche Empfindung, der üblicherweise eine längere Zeit der Zugehörigkeit zugrunde liegt. Ah, nicht unbedingt. Ich bin schon sehr lange bei den Halsabschneidern der Wüste und... Naja, sagen wir, dass ich darauf stolz bin, wäre jetzt vielleicht zu viel des Guten. Warum fragst du mich dann so etwas? Ach, ich war nur neugierig, wie ein ehemaliger Alp über so etwas denkt. Dazu kommen wir bald. So, Duras freut sich bestimmt. Offenbar hast du deine große Wahl getroffen. Willkommen bei den Berserkern. Du wirst noch eine Menge Freunde bei uns haben. Das war echt erstaunlich, Duras. Das war jetzt wirklich richtig erstaunlich, was du von dir gegeben hast. Diese Biester. Ihr hört Herbert aus dem Auge. Was wollte ich machen? Genau. Unseren Flammenwerfer. Wir haben nur den einen, ne? Wir haben nur den einen. So, er hat jetzt einen Schaden von 39. Och nein, das, den kann ich noch gar nicht. Oh nein. Oh, ich habe hier so lächerlich schlechte Werte. Das gibt's gar nicht, ey. Na gut, dann, ja, dann müssen wir das, glaube ich, erst beim nächsten... Wartet, habe ich einen neuen Begleiter mittlerweile bekommen? Nö. Das, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich wäre mir sicher gewesen, dass ich das schon aufrüsten kann. Wir müssen unbedingt Stufe 24 erreichen. So, Freunde. Erstmal Stufe 22. Die Kuppelstadt ist da hinten. Wir könnten uns jetzt dahin teleportieren, aber da wir ja sowieso unsere, unsere Giftfaust oder wie auch immer testen wollen, können wir auch den Weg laufen. Ein Kampf! Ups. Ach, der Insekt... Oh ja, der Insektenschwarm ist geil. Ich glaube, der Insektenschwarm ist geil. Also die... Okay, jetzt... Ja, ein bisschen... Oh, man muss natürlich erstmal reinkommen. Ich meine, gut, ich werde natürlich... im Großen und Ganzen bleibe ich natürlich im Nahkampf. Ja, das ist jetzt natürlich... erstmal nur zum Angucken. So... Wir brauchen noch einen Gegner, also der Insektenschwarm, der sah jetzt gar nicht mal so schlecht aus. So, da hinten haben... Wart, oh, hier wäre doch das Ding so geil. Scheiße. Lauft schön da durch, ihr Penner. Nice. Oh nein, es geht wieder los. Scheiße. Oh ne, was ist denn da schon wieder? Okay, das Gute ist natürlich die... Okay, ich sag mal so. Der Insektenschwarm, wenn wir einen Gegner haben, erscheint er mir sehr schön, sehr gut, alles in Ordnung. Die Giftwolke, wenn es mehrere Gegner sind. Und ja, wahrscheinlich wird der... normale Giftangriff hier
der wird wahrscheinlich eher weniger Verwendung finden. Wobei, der kostet natürlich nur 5 Mana, muss man dazu sagen. Seht ihr, unser Mana ist jetzt auch leer. Also so viel kann man damit noch nicht anfangen. Na gut. Haben wir erst... Hey, ich hatte doch geplündert, oder nicht? Oder haben die mehr getötet? Na gut, egal. Okay, also haben wir erstmal einen Überblick gewinnen können. Oh Mann, ey. Na. So, hier zur Kuppelstadt wollen wir. Haben wir nochmal auf dem Weg auf jeden Fall Erfahrungspunkte mitgenommen. Das ist ja auch gut. Direkt der nächste Geskeckkiste. Ja, hier, komm, stirb, Mann. Wie du willst. Easy going. Easy going, sage ich dazu nur. Bandit. Nice. Erfahrungspunkte. Die hätte ich jetzt gerne mit Gift beschissen. Wartet, einen kann ich bestimmt noch, ne? Kriege ich noch so einen normalen hin? Na also. Oh, Scheiße. Oh nein, ich dachte, das sind nur 2. Oh, Falk, Alter, ey. Das macht er doch mit Absicht. Alter, was hält der denn aus? Scheiße, Falk, ey, wieso? Wieso musst du das tun? Okay, wir beenden hier die Aufnahme. Wir haben jetzt den Giftzauber quasi getestet, wissen, was er kann. In der nächsten Aufnahme machen wir besser fertig, dann machen wir ein paar Gefährtenquests, gucken uns nochmal an, ob wir irgendwie die graue Kapuze auftreiben können. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Haut euch wieder ins Bett, dass es kracht. Gute Nacht. Hallo Ladies und Gentlemen, neue Aufnahme. Meine Nase ist immer noch so, ja, mehr oder weniger ein bisschen zu. Aber das macht nichts. Es muss nämlich weitergehen. Es muss weitergehen, so wie immer. Wir werden an den Banditen... Wir werden die Banditen jetzt erstmal ignorieren. Da will ich mich jetzt nicht mit rumschlagen die ganze Zeit. Deswegen werden wir diesen Skeks noch auslöschen und uns dann wirklich Richtung Abessa begeben, da die Questen fertig machen. Los, du Mistbock. Oh nein, das war nicht gut. Tja. Auf dem Weg werden wir gleich mal gucken. Hier in der Nähe ist nämlich ein Kronstögel. So, da unten waren die Mistböcke, ne? Die heben wir uns auf, dass 4 Stück sind. Ich dachte ja beim letzten Mal, es sind nur 2 und dann wurden wir ja doch gelumpt. Dann waren es auf einmal doch 4. Naja, macht nichts. Jetzt muss ich genau gucken, weil das Gebiet hier ist wirklich... In diesem Gebiet hier rund um das Lager der Mitte lässt es sich wirklich schwer irgendwie zuordnen, wo man sich eigentlich befindet. Weil hier ist nicht irgendwie so ein direkter Punkt, wo man sagt, ach so, ja genau, hier bin ich. Deswegen. Ist das der Berg da? Ich glaube fast. Da ist, ja doch, das müsste der sein. Das müsste der eigentlich sein. Da holen wir uns noch ein Kronstückel ab. Können wir auch gleich hier das Heilpflänzerle mitnehmen. Oh, Mana-Pflanze, es tut mir natürlich leid. Ist das da drauf? Och, oh, ich weiß es nicht. Hier sieht alles so unbekannt aus. Aber doch, ich glaube... Ich muss unbedingt Stufe 24 werden, damit wir stark sind, ey. Es wäre so wichtig. Hier sind wir richtig, das ist gut. Krug, naja gut. Eine Gabel, meinetwegen eine Münze, das ist gut, damit wir uns noch schön Bier holen können bei den Klerikern. Und hier an der Spitze des Berges ist der mächtige... Stöckel mit einer Krone drauf. Nice. So, auf geht's zu Sid. Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Immer in Gedenken an die schönen Erfahrungspunkte. Hallo, du Mistbock. Boah. Ja. Ja. Boah. 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 Nein, er lebt noch. Wie kannst du es wagen, noch zu leben?
Tja. Ja, 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 ja. Und nochmal 90. Und natürlich nochmal 70 Geld, 86 plus 12, 98. Das waren fast 100 Elixid für eine Steinklaue. 100 Elixid für eine Steinklaue und da wartet direkt die nächste auf uns. Ich komme! Na gut. Was war denn das? Wieso hast du mich getroffen, du Missbock? Wo rennst du denn hin? Oh, wo rennt denn der hin, dieser Pisser? Und gleich fällt die Leiche runter, ey, und ich krieg den Loot nicht. Oh. Na, also geht doch. Wo ist denn die Schwierigkeit? So. Da ist unsere Kuppelstadt. Da wollen wir hin. Ja, okay. Okay, sieht alles gut aus. Oh. Wer bist denn du? Achtung! Och man, ey, Falk, ey, du bist ein Dummer! So, noch ein Schakal, nochmal 40 Erfahrungspunkte, Fellknochen und so weiter und so fort. Ich überlege gerade, ob ich in der Lage bin, so eine Spinnenviecher auszuschalten. Eigentlich könnte man es ja testen. Das wäre nämlich, das wären gute Erfahrungspunkte. Was haben wir hier? Noch eine Zigarette, na gut. Brause immer gut zum Frühstück. Trockenfleisch auch immer schön zum Frühstück dabei zu haben. Na gut, das braucht man nicht so. Ja, na ja, gut. Das Trüchen machen wir auch auf. Zu einfach. Draußen ist gerade ein Auto vorbeigefahren. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gehört habt. Kleiner Heiltrank und 33 Elixir. Na ja, nehmen wir alles mit. Und ich werde, ach scheiße, wir probieren das einfach, ey. Wir, oh mein Gott, oh nein. Eine Pissratte! Die hätten wir uns auch ersparen können. So, war hier jetzt noch was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Aber da haben wir eine Leiche. Die Leiche von Feldarbeiter. Na gut. Und 109. Dreimal kleine Heil. Alter, wie geil ist denn das? Drei Heiltränke und 119 haben wir jemals bei einem toten Kadaver. Ich glaube, Kadaver sind immer tot, aber macht nichts. Haben wir da jemals so viel bekommen? Metallschrott, Elektroschrott. Oh, ich weiß nicht, ob ich imstande bin, das zu schaffen. Mhm. Hubert. Wir hatten ja mal irgendwo, also nicht hier, sondern bei der Farm, also keine betitelte Farm, sondern wirklich bei der einen Farm da, ne, östlich von der Kuppelstadt, hatten wir einmal ein Schreiben gefunden. Ich gehe jetzt zum Tunnel und lege dort Minen aus, es wird zu gefährlich oder so, keine Ahnung. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier der besagte Tunnel ist. Und eigentlich sollte da eine Fleischgrille sein. Ach du Kacke. Das verstört mich gerade. Wieso zum Teufel ist da keine? Wie kann das denn jetzt sein? Was ist denn das? Hä? Fleischgrille? Da hinten ist eine, ja, aber das ändert nichts daran, dass da links eine fehlt. Nicht, dass da jetzt gleich zwei kommen, weil gegen zwei schaffe ich es nicht. Okay, das ist erstmal nur eine, das ist alles gut. Ach, wie kann ich die ganze Munition hier verbraten, ey? Das Mistvieh kann doch nichts. Guck mal, wie es qualmt. Ich glaube, die mögen Feuer. Wow! Oh! Und wen haben wir hier noch?
die Farmerin. Na gut. So, das hat doch funktioniert. Das hat doch funktioniert, auch wenn ich mich trotz alledem frage, wo die andere ist. Das sind immerhin, habe ich die schon mal getötet? War ich hier schon mal drinnen? Nee, da vorne war ja die Pestratte. Ich kann hier noch gar nicht drin gewesen sein. Sehr verstörend. Sehr verstörend. So, gib dir. Hallo? Falk, bist du ready? Du musst mich unterstützen. Ich greife an! Oh shit, was zum Teufel? Falk schafft das ganz gut, ne? Falk ist ein richtiger Macher. Na gut. Oh nein, ich muss jetzt nie. Ich kann jetzt nicht niesen, Alter. Das geht jetzt gerade gar nicht. Das geht jetzt gerade gar nicht. Ja, geil. Geil, perfekt. Perfekt erledigt. So, perfekt. Und damit habe ich jetzt eigentlich gar nicht gerechnet. Eigentlich wollte ich hier gar nicht reingehen, weil ich eigentlich fest in der Annahme gegangen bin, dass ich die Fleischgrillen nicht schaffe. Aber anscheinend hat es doch funktioniert. Dann können wir natürlich mitnehmen das Kartenstück. Aha, nice. Kartenstück Nummer 14 und das Amulett der Täuschung. Ich freue mich. Und das war's. Das war's mit dieser Höhle. Perfekt. 400 Erfahrungspunkte. Wie viel hat uns hier eigentlich fürs nächste Level gefehlt? Ja, viel ist es nicht. Viel ist es nicht. Amulett der Täuschung. Tierfreund plus 1 und Spruch Geistgestalt plus 1. Nehmen wir alles so an uns. Was haben wir hier? Hä? Habe ich irgendwas eingesammelt? Hallo? Ach, das Kartenstück. Ich bin so doof. Ich bin so doof, natürlich. Kartenstück 14. Naja. Und wenn wir mit Abessa fertig sind, dann sind wir definitiv Stufe 22. Das bedeutet, habe ich euch ja schon gesagt, Geschicklichkeit 50. Jetpack. Angriff. Waffen verzaubern, wobei wir das noch nicht machen, solange wir das Breitschwert 2 nicht haben. Das lohnt sich jetzt nicht, dafür Ressourcen auszugeben. Und dann müssen wir zusehen, dass unsere Stärke auch noch auf 50 kommt. So, hier haben wir alles. War es eben dunkel und jetzt wieder hell? Nee, es war nicht dunkel, ne? Ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass es dunkel war. Wir brauchen auf jeden Fall hier die fahrenden Händler, die fahrenden, wandernden Händler, was weiß ich. Mahlzeit. Ja, gebt noch mehr an mit eurer Scheißrolle. Wir brauchen die Händler. Wir müssen gucken, irgendwer von denen, einer von den beiden, entweder der Kleriker oder der Dingsbumshändler, hatte hundertprozentig die graue Kapuze. Das kann gar nicht anders sein. Und der trägt sie sogar. Mit der Werkerrüstung zusammen. Na, mein Freund. Hallo, Fremder. Ja, Mahlzeit. Die besten Waren, die du auf deinen Reisen jemals brauchen kannst. Und kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, da ist mir nochmal durch den Kopf gegangen, gab es bei Sinder nicht eigentlich auch eine grüne Kapuze? Gab es nicht auch eine grüne Kapuze? Das weiß ich in der Tat nicht mehr. Einerjägerrüstung, bla bla bla. Nee. Toll. Was bist du denn für einer? Du hast nur eine Jägerrüstung. Weil eine grüne, wenn wir uns das angucken, ja, von hinten unser Rücken, das Mittelstück ist grün. Unsere Hose scheint grün zu sein. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die grüne Kapuze aussieht, weil wir die noch nicht hatten. Aber, naja, ich will eigentlich alle Kapuzen haben, weil Kapuzen, ihr wisst es ja, sind das Geilste und deswegen will ich alle davon haben. Wo ist denn der Klerikerhändler jetzt? Der verfluchte Bock. Ah, perfekt, der ist auch gleich hier. Dann muss der es hoffentlich sein. Einer von denen hatte definitiv die Kapuze. Scheiße, Mann, wo ist denn der? Ich habe den doch gerade hier gesehen auf der Map. Ja, hier, komm erstmal du weg. Scheiß Rudelanführer, was willst du denn? Ups. Das war gekonnt. Das war richtig gekonnt.
Der läuft doch immer da unten rum, oder nicht? Aber, upsala, da ist er. Da ist er, das Schwein. Da, du entkommst mir nicht. Gib mir, was ich brauche. Und wenn du es nicht hast, dann erschlage ich dich. Auf dass du verrotten mögest in deinem Sud. Informative Umgebung. Naja. Ein bisschen zurückgeblieben hier, oder nicht? Hallo, Fremder. Ja, hallo. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Ah. Was hast du mir anzubieten? Alles, was ein Abenteurer wie du brauchen könnte. Ja, geil, graue Kapuze, besten Dank, 250, das ist ja ein Witz, nehme ich. So, und ansonsten so? Aha, ja, uninteressant. Heiltrank, kostet aber 100, Alter, ist viel zu teuer, wir können uns ja auch welche machen aus zwei kleinen Heiltränken, da müssen wir da... Ja! Mein Freund, da bin ich natürlich auch nicht abgeneigt, 100 von dir zu kaufen. Der Flammenwerfer ist einfach die mächtigste Waffe in diesem Spiel, es tut mir leid. Es tut mir leid. So, graue Stoffkapuze, 100 Brennstoff. Will ich vielleicht mal wieder etwas verkaufen? Habe ich da vielleicht was? Schabala. Schabernack. Wir machen keinen Schabernack. So viel haben... Ich würde sagen, wir verkaufen mal 285 Zähne. Weil ihr wisst es, ich will ja immer 50 Rest haben, dann geht es mir besser. Oho. Und dann verkaufen wir nochmal 240 Krallen. Den Rest behalten wir erstmal. Schabernack. Ich mache keinen Schabernack. Zack, bumm. Nur fast 10.000. Ja, perfekt. Perfekt. So, graue Stoffkapuze, 100 mal Brennstoff und wir verkaufen 240 Krallen und 285 Zähne. So, und damit hätten wir eine Munition von 178. Geil. Wie geil ist denn das? Damit können wir ganz viele große Gegner kaputt machen. Jetzt müssen wir gleich die graue Stoffkapuze anziehen. Dann müssen wir eigentlich nur noch die grüne testen. Aber das ist jetzt nicht so notwendig. Weil ich sage mal so, die schwarze, die wäre ja in Ordnung. So, die graue. Hat natürlich eine Rüstung weniger. Ist halt so. Kann man, denke ich, ne... Bringt mich jetzt nicht um. Es passt natürlich zu einigen Aspekten der Rüstung, weil vorne man hat ja so ein paar graue, ja hier Striemen. Hier das Wolfsfell an der Schulter oder was es ist, das passt mir bald in die graue. Das gefällt mir besser als die schwarze. Ist zwar nicht so mega passend wie die braune Kapuze zu der Jägerrüstung, aber hier auch am Arsch. Das können wir jetzt leider so nicht sehen. Auch am Arsch haben wir da irgendwie graues Fell oder so. Das, ja doch, das passt schon. Hier an unseren Stiefeln, das obere ist aus grauem Fell. Das kann man so machen. Das kann man so machen, damit kann ich zufrieden sein. Sauber. Dann machen wir das so. Dann laufen wir ab jetzt mit der grauen Stoffkapuze rum. Sehr schön. Bis wir die grüne haben und die auch noch testen konnten. So. Da ich natürlich mittlerweile mein Video mit 16 roten Steinen hochgeladen habe, weiß ich natürlich, dass sich hier oben einer befindet. Sauber. Ja, dann nehmen wir das auch noch mit. Und dann nehmen wir auch diese Handgranate mit. Besten Dank auch. Da. Alles nur enden. Hier, Mister. Hast du irgendwas Neues zu erzählen, Hunter? Ich gar nichts wissen. Alles klar? Naja, geht so. Ich bin ein bisschen angeschlagen, habe nur noch die Hälfte meiner Gesundheit. Aber das wird schon. Das wird schon wieder. So, was machen wir zuerst und was machen wir zuletzt? Das ist natürlich immer eine sich stellende Frage. Passt auf. Passt auf. Ein weiteres Ding, was ich natürlich weiß, ist... Oh, witzigerweise direkt der nächste Kronenstückel. Nachdem wir eben erst einen eingesammelt haben, sammeln wir direkt den nächsten Kronenstückel ein. Das ist jetzt natürlich auch nicht verkehrt. Da können wir, ja doch, also wenn das nächste Mal irgendwas Cooles passiert, dann machen wir uns definitiv einen 20 Gesundheitspermanenten Trank und holen uns mal 20 Gesundheit noch dazu. Ist hier irgendwas? Ja, auf jeden Fall ein Grafikfehler ist hier, den haben wir gefunden.
Guter Löffel, der sieht ganz schön blutverschmiert aus. Was soll's? Kleiner Energiespeicher. Das war's. Okay, hier sollen anscheinend Planken sein, aber die sieht man leider nicht. Oder es sind unsichtbare Planken. Kann natürlich auch mal vorkommen. Ja. Nur mein Näschen ist so zu. Nee, noch ein Stück weiter. Können wir diesen Turm gleich nochmal inspizieren? Hallo Freunde, nix. Und hier oben? Naja, ein Dietrich. Kann man doch mit leben. Und da ist das gute Stück. Der Stöckel mit einer Krone drauf. Geil. Richtig geil. So, mehr wäre mir jetzt nicht bekannt. Bang.